Verpflichtet wurde, haben Sie Ihren Auftritt bei der Firma Reben sehr, da sagen wir mal, sehr unkonventionell gestaltet. Was hat man Ihnen denn berichtet? Die Herren... Ja, Frau Wanne? Marianne, weiß ich jetzt nicht. Wir sollen 5 Minuten noch mal anrufen. Ja. Die Herren waren sich plötzlich nicht mehr klar darüber, wer von Ihnen die Chefin und wer die Assistentin ist. Etwas Verwirrung gehört dazu. Der Zweck heiligt die Mittel, dachten wir uns. Darüber kann ein geteilter Auffassung sein. Jetzt hör doch mal auf mit der Raucherei. Aber ich will Ihre Leistung in keinster Weise schmälern. Weder die von Ihnen, Frau Rieger, noch die von Katharina. Da gibt's auch nichts zu schmälern. Das war Teamwork im besten Sinne. Irgendwie mag ich Ihre Art. Frau Rieger, wollen Sie bei uns bleiben? Sehr gern. Was sagen Sie dazu, Katharina? Ich kann es nur empfehlen. Demnach haben sich also Ihre anfänglichen Differenzen auf wundersame Weise geklärt. Das kann man so sagen. Und wollen Sie auch weiterhin zusammenarbeiten? Unbedingt. Ach, unbedingt sogar. Darf man fragen, wie es zu diesem Einigungsprozess gekommen ist? Ja, vielleicht können wir ja noch was lernen. Tauschen Sie doch auch mal die Rollen. Ihr Sohn hätte bestimmt nichts dagegen. Ja, wir arbeiten dran. Stimmt. Die von Reben hatten recht. Die haben wirklich ein Verhältnis mit mir. Eine Chance gesucht, dich anzurufen. Aber es ging irgendwie nicht. Es war immer jemand dabei. Ich habe auch überlegt, ob ich mich einfach ins Auto setze und bei dir vorbeikomme. Aber das wäre zu sehr aufgefallen. Ja, schon gut. Jens ist die ganze Zeit um mich herumgeschlichen. Er ahnt was. Klar, kennt mich auch gut genug. Aber er fragt nicht. Er kriegt immer nur diese großen, verletzten Kinder auf. Du musst dich nicht rechtfertigen. Er wirkt zwar nicht so, aber ist ziemlich labil und verletzbar. Und die Kinder, die haben auch schon was gemerkt. Ob wir uns scheiden lassen, hat Felix mich gefragt. Der war schon als kleiner Junge hochsensibel und empfindlich. Und immer gleich krank, wenn ihm was nicht passte. Ich mach dir doch keinen Vorwurf. Ich weiß mal. Aber ich möchte, dass du mich verstehst. 18 Jahre sind eine so lange Zeit. Man ist wie verwachsen miteinander. Die Kinder, das Haus. Man ist zusammen älter geworden, hat alle möglichen Krisen durchgestanden. Das setzt man nicht einfach so aufs Spiel. Musst du auch nicht. Für Jens und die Kinder würde eine Welt zusammenbrechen. Ich kann ihnen nicht wehtun. Dann lass uns lieber gleich aufhören. Bevor es mir noch mehr wehtut. Maren. Es tut mir leid. Ich will dich nicht verlieren. Wir könnten morgen meinen Geburtstag zusammen feiern. Wir nehmen uns den Nachmittag frei und ich komme bei dir vorbei mit Essen und Trinken. Magst du Gambas? Champagner? Ich mag vor allem dich. Ich dachte immer, sowas passiert nur anderen. Gehst, wirst du es bereuen. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich es bereuen. Na dann geh doch, wenn du mit der was anfangen willst. Verschwinde! Du brauchst dich ja gar nicht mehr anzutanzen. Ist das dein letztes Wort? Kommst du doch noch? Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe dich angerufen. Du warst nicht da. Ja, glaubst du, ich sitze den ganzen Abend und warte auf dich? Ja, die
kleine heimliche Büroaffäre, die immer dann zur Stelle ist, wenn es dir gerade passt, ja? Stellst du dir das so vor? Nein. Ja doch, das tust du. Du glaubst, das geht so. Hier, schicke Wohnung, Familie, geordnete Verhältnisse und da ein bisschen Aufregung, Abenteuer. Das eine tun und das andere nicht lassen. Aber ich kann das nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann ganz und gar und nicht nur ein bisschen. Und wenn du das nicht kannst, dann geh lieber. Dann geh lieber gleich. Katharina. Schon gut, schon gut. Das muss schwer sein für dich. Ich bin ungerecht, ja. Ich habe so auf dich gewartet. Manchmal ist es doch alles so viel. Du kannst gar nicht glücklich sein. Und dann auch noch dieser Richard, der seit Tagen um mich rumschleicht. Was will er? Na, was wollte ich loswerden? Das weißt du doch. Ich habe schon überlegt, ob man ihm nicht zuvorkommt und selbst kündigt. Eine eigene Firma gründet. Weißt du, wie schwer das ist? Da braucht man viel, viel Geld. Oder eine gute Idee. Wirf doch mal einen Blick in die Unterlagen zum Aurora-Projekt, ja? Das ist Industriespionage, das darf ich nicht. Wenn das rauskommt, dass du die Konkurrenz in deinen Präsentationen lesen lässt. Man ist ja auch wirklich nirgendwo sicher vor der Konkurrenz. Nicht mal in einen vier Winden. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Aber in der vom alten Grosser erst recht nicht. Der hat vielleicht ein Pech mit den Frauen. Erst muss er diese Abfindung zahlen und dann
macht diese Frau Nordberg sich auch noch selbstständig mit dem Geld. Tja, und diese Frau Rieke hält aber auch gar nicht, was sie verspricht. Wie findest du's? Ich fürchte, dieser Auftrag geht wieder an mich. Na, dann hast du dich ja bald saniert. Hab ich. Noch diesen Auftrag und ich kauf das Büro. Zeigst du es mir mal? Und jetzt Augen auf. Wow. Du wolltest doch immer Rapunzel sein. Es gehört dir. Findest du das nicht ein bisschen klein? Wenn Felix und Nicole kommen, brauchen wir den Platz. Ärgerlich, dass ich bei großer Schule gekündigt habe. Noch ärgerlicher ist es, dass du jetzt bei mir einsteigen musst. Aber am ärgerlichsten überhaupt ist ja, dass wir jetzt zusammenbleiben müssen. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Liebst du mich?